Ja, im letzten Video haben wir schon gesehen, wie man Formen einfügt, wie man auch die Farbe verändert. Wenn man hier auf die Form draufklickt, dann geht hier auch die Symbolleiste für Zeichentools auf mit Format. Und hier sind praktisch alle Befehle verfügbar, die man dann für diese eine Aufgabe, eine Form zu bearbeiten, zur Verfügung hat. Wie man die Farbe ändert, habe ich hier schon gezeigt mit einer Schnellformatierung. Hier sind ja einige Formatierungen mehr drin. Hier wird auch die Linie entsprechend formatiert, die Füllung und dann vielleicht auch noch der Farbverlauf. Man kann das aber auch einzeln machen, indem ich hier auf Fülleffekt draufklicke und dann hier entsprechend die Farbe auswähle. Hier haben wir die Formkontur. Hier kann ich also auch nochmal entsprechend eine Farbe für die Umrandung hier. Die graue Umrandung auswählen, kann natürlich auch hier entsprechend eine blaue Farbe zuweisen und ich habe für die Form noch bestimmte Effekte zur Verfügung. Hier zum Beispiel einen Schatten, den die Form wirft nach hinten oder eine Spiegelung für diese Wolke. Dann habe ich hier unten die Hälfte in einem Farbverlauf abgebildet. Ich kann aber auch sagen, das wird für die Wolke hier besser passen, so eine Art Leuchten oder dann auch eine weiche Kante. Naja, das war jetzt zu viel. Nehmen wir mal das etwas zurück und das sieht jetzt ganz gut nach Wolke aus. Ja, den Smiley, dem geben wir auch eine andere Farbe. Machen wir den mal gelb und von den Rahmenlinien. Machen wir das mal ganz orange. Okay. Wenn man auf diese Form draufklickt, dann kann man hier auch Text einfügen. Und sobald hier Text drin steht, leuchten noch weitere Schaltflächen auf. Ich kann nämlich hier entsprechend auch die Ausrichtung dieses Textes ändern. Oder auch, ob der Text oben oder unten angeordnet sein soll. Ja. Wenn ich die Form weiter verändern möchte, ich füge mal noch mal was anderes ein. Ich habe hier noch das hier und wenn ich hier sage Punkte bearbeiten, dann habe ich hier entsprechende Ziehpunkte mit Griffsteinen und hier kann ich die Form noch weiter verändern. Also ich kann hier die Punkte rausziehen und mit diesen Griffpunkten, wo eine Linie dran hängt, kann ich hier entsprechend die Bögen nochmal hier angleichen.